Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal wieder einen Mega Drive-Titel dran. Und zwar Awesome Possum. Ein Wunsch vom guten Joe vom Videospielplatz an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Wie immer, seinen Kanal verlinke ich natürlich unten. Und der hat sich dieses Spiel gewünscht, was irgendwie so den Kern der Maskottchen-Plattformer Anfang der 90er irgendwie hervorbeschwört und zeigt irgendwie. Weil irgendwie wollte jede Firma damals irgendwie ein Maskottchen wie Mario oder Sonic haben. Nur die meisten Spiele sind halt kacke und es eignet sich nicht jedes Tier, um einen Plattformer zu machen und ein solches Spiel zu machen vor allem. Und Awesome Possum ist so ein Versuch auf dem Mega Drive und wohl nicht gut gelungen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Es gibt anscheinend drollige Sprachsamples. Was können wir? Wir können springen. Und wir können springen. Das war's, okay. Komme ich hier wesentlich mit den Tasten nicht durcheinander. Es ist Awesome Possum Kicks Dr. Maschinos Butt. Ne? Also natürlich muss man auch schon schön diese Edginess reintun, wie man hier auch in den Idle-Animationen sieht, sehe ich gerade. Wunderbar. Power-Ups sind sehr krümelig. Die Musik klingt wild. Und irgendwie gehen mir jetzt schon die Sprachsamples auf den Sack, muss ich sagen. Die Steuerung an sich ist okay. Das Sprunggefühl ist, wie man vielleicht etwas sieht, etwas schwammig. So, zack. Okay, das war jetzt wahrscheinlich ein Rätsel. Wenn man das so nennen mag. Irgendwie erinnert mich das Level an das Anfang Level der Schlümpfe auf dem Gameboy, Reise um die Welt oder sowas. Da war hier auch viel mit Bäumen und dass man sich hochkämpfen muss. Ja, also bisher. Okay, Gegner lege ich man natürlich durch Springen. Also schön Mario-Style. Ja, Technik. Ich bin natürlich jetzt nicht so der Mega-Drive-Experte, das muss ich natürlich jetzt vorab sagen. Ist jetzt nicht... Oh. Komplett schlimm? Okay. Man scheint sehr viel zu... fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, zu bouncen, also abzufedern, wenn man irgendwo getroffen wird. Okay, ein Kampfjet. Der so groß ist wie das Possum... Also irgendwie kann ich das Spiel jetzt nicht so gerade einschätzen. Also es ist wirklich so krampfhaft, hey, Maskottchen-Plattformer, wie man hier auch, wie gesagt, an diesen Animationen sieht. Und auch in dieser Sprachausgabe, der nervt ja ziemlich schnell von wegen hier vorwärts und sowas. Hey, guck mal, ich bin edgy wie Sonic, ne, um die ganzen coolen Jugendlichen irgendwie mit einzufangen. Die Grafik... Da wollte ich jetzt hinaus, kann ich nicht genau einschätzen. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nicht so geil. Da gibt es wesentlich Besseres auf dem Mega Drive. Die Musik ist total einfallslos. Keine Ahnung. Das ist irgendwie ein Typ mit einem Keyboard, wo er so ein paar Akkorde spielt. Also bei einem Plattformer, da ist ja der Kern der Sache ein guter Plattform-Feeling. Ihr weißt, was ich meine, ne? Dass man hier genau weiß, hier, da springe ich, da lande ich und so weiter. Und das fühlt sich hier alles etwas sehr schwammig an. Okay, so. Ich versuche hier mal ein bisschen abzukürzen, nicht da nach oben zu gehen. Was haben wir hier? haben wir hier etwa so Sonic-Dinger? Aber so ein bisschen erinnert das ja so ein bisschen an Sonic, finde ich. Ne? So, wenn man denn sich irgendwie hochkatapultiert. Nur, dass halt er hier nicht schnell läuft, aber mit diesen automatischen Rumfliegen, nenne ich das hier mal. Also, man wollte eindeutig auch so ein bisschen Sonic mitnehmen. Ne? So ein bisschen Mario mit den Draufspringen und so weiter. Ein bisschen Sonic, ein bisschen Maskottchen-Plattformer. Aber irgendwie fehlt mir hier so... Der eigene Ansatz, der eigene Charme. Es ist irgendwie so, als ob ein paar Marketing-Experten das zusammengestellt hätten. So nach dem Motto, hey, okay, wir brauchen ein cooles Spiel.
am besten natürlich auch mit einem Maskottchen, damit wir hier eine ganze Serie irgendwie machen können. Okay, was finden die Kids denn cool? Was funktioniert denn? Okay, Mario, okay, Plattformer, Sonic, so ein bisschen mit Geschwindigkeit und so, alles klar. Kriegen wir hin. Dann machen wir ein cooles Tiermaskottchen. Ein Possum, das ist irgendwie, keine Ahnung, ob die irgendwie auch nur ansatzweise hier das Aussehen hier wiedergeben. Ich kenne nur diese Weißen. Da gab es auch dieses Schielen, ne? Was vor ein paar Jahren in irgendeinem Zoo doch mal, ich habe den Namen schon wieder vergessen, im Zoo irgendwie so populär war, ne? Keine Ahnung. Erna oder sowas. Nee, Erna hieß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Aber das war doch so ein bisschen weiß. Aber da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Arten irgendwie. Und dann scheint das hier so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen mit Gesellschaftskritik in Anführungsstrichen zu tun zu haben. Ich schätze mal, hier wird man eher Müll einsammeln und die bösen Roboter, die hier die Bäume fällen wollen. Ne? Das ist natürlich schwer und cool. Die Levelgestaltung ist irgendwie öde und kacke irgendwie. Es plätschert so vor sich hin. Man kann jetzt aber nichts Geiles erkennen irgendwie. Also es ist wirklich... Gott, jetzt muss ich noch Fragen beantworten. Okay, für jeden echten Flamingo in den USA, wie viele Plastikflamingos gibt es hier? Das ist ja dieses Klischee, diese pinken Flamingos. Ja, einer, 12 oder 700. Also 700, ich nehme mal 12. C! Das heißt, entweder gibt es verdammt viele Plastikflamingos in den USA oder verdammt wenige richtige. Das kann man so oder so sehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das geht hier so weiter, ne? Das ist, ja... Also wenn man das hier sieht, es könnte auch noch das erste Level sein, oder? Jetzt ohne Witz. Jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es macht einfach keinen Spaß irgendwie. Gerade weil es halt so gefühlt so malen nach Zahlen ist. Ne? Wir wollen ein erfolgreiches Spiel haben. Das Gegnerdesign ist übrigens sehr... konsistent irgendwie. Es gibt holzfällende Roboter und Düsenjets, die so groß sind wie Opossum oder ein Possum. Gibt es Possum und Opossum? Frage ich mich gerade. Da bin ich jetzt gerade echt nicht der Experte. Ich hätte mal vielleicht mal recherchieren sollen. Bisschen mehr Professionalität hier mit der Panda-Mütze. Checkpoint, okay. Nice. Das ist ein goldener Jet. Können die mehr als die silbernen, die wir gerade hatten? Es fühlt sich irgendwie wie Arbeit an. Und zwar nicht wie gute Arbeit. Ne? Also, sagen wir mal, gute Arbeit in einem Spiel ist ja irgendwie so Grind oder irgendwie sowas. Was auch Geschmackssache ist, aber durchaus motivieren kann, wenn man so eine Karotte vor der Nase hat. Ne? Hierauf musst du hinarbeiten, dann kriegst du dieses tolle, epische Item oder irgendwie sowas. Aber das ist einfach so... Das ist so, wann ist das Level zu Ende? Ich habe keinen Bock mehr. Also wenigstens irgendwelche Upgrades oder so, vielleicht kommt das ja noch, will ich ja nicht ausschließen, aber dann ist das schon echt lahmer Einstieg hier irgendwie. Also wie kann man so eine Levelgestaltung machen mit hier solchen Hügeln, die so steil sind, dass man auch gar nicht weiß, wohin man muss und sowas. Also irgendwie ist selbst das Level-Design irgendwie Mist. Und ich müsste mich wirklich zwingen, hier weiterzuspielen. Deswegen lasse ich es lieber, glaube ich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr auch Wünsche habt für diese Serie, egal ob 8 oder 16-Bit, haut es in den Kommentare rein. Ich schaue mir das gerne mal an. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr diesmal reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr nun vorhabt. Tschüss!